Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderbare Menschen zu sehen. Freunde, wir sind back am Start heute mit Ehrenbruder MI. Er hat einen Song hochgeladen, der Rest in Peace heißt. Und ich bin sehr gespannt, weil MI ein Händchen für emotionale, tiefgehende und tiefgründige Songs hat. Und ich das ein oder andere Mal auch kind of emotional werde bei seinen Songs. Ich werde euch oben ins E-Mail ein paar reinpacken. Schaut es euch gerne an. Weiter 4 zum Beispiel auch oder ganz, ganz viele andere Sachen haben uns von MI gegeben. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Viele von euch haben mir auf Instagram, auf YouTube, auf überall anders gefühlt noch geschrieben. Yo, gefühlt Briefe bekommen, wo es drin stand. Schau dir diesen Song an. Du wirst ihn fühlen, es wird dich catchen. Und ich bin jetzt sehr gespannt reinzuhören, Freunde. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Bevor ihr das bei mir hört, geht rüber zum Ehrenbruder MI und lasst da erstmal einen Aufruf, einen Daumen nach oben und die Watchtime da. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir jetzt rein bei Miser Rest in Peace, produziert von Yeno Beats und Kulus. Ich bin sehr gespannt, man. Ihr wisst, ich bin anfällig, gecatcht zu werden für solche emotionalen Sachen, Alter. Okay, let's go. Schlafrhythmus behindert, Joggers Jude von Nike an. Ich war kurz im Rewe drin für Chips und mein Leben ändert sich im Augenblick. Schwarze Haare, braune Augen, weißer Nike-Schuh und Cardigan. Normal bin ich nicht so der Typ, doch hier wage ich es. Okay, also erstmal, ich finde es sehr, sehr nice, dass wir aus irgendeinem Anime jetzt hier die Story bildlich erzählt bekommen, die MI uns in Worten wiedergibt. Ich kenne diese ganze Story dahinter nicht. Aber er beschreibt gerade, wie er jemanden kennenlernt. Vor kurzem Rewe drin für Chips und mein Leben ändert sich im Augenblick. Schwarze Haare, braune Augen, weißer Nike-Schuh und Cardigan. Normal bin ich nicht so der... Ich fand schön, wie er sie beschrieben hat. Das war schön, Mann. Schwarze Haare, braune Augen, weißer Nike-Schuh und Cardigan. Normal bin ich nicht so der Typ, doch hier wage ich es. Ja, yeah, frag dich nach der Nummer. Du sagst, dass das klar geht, deine unter 100. Und es ging von... Ey, irgendwie... Ich weiß nicht, was es ist, aber wie er es gerade beschreibt, ist so voll, das ist so voll schön. Er hat es gar nicht so krass doll und hundertprozentig genau beschrieben, aber wie er es beschrieben hat, ist so voll, dass man, ich weiß nicht, was es ist, aber er beschreibt es voll schön gerade irgendwie. Auch wenn es nicht so viel ist und er gar nicht so krass auf Gefühle und so eingeht, aber wie er es gerade beschreibt, ist irgendwie voll angenehm für mich. Ich weiß nicht, warum. Ja, yeah, frag dich nach der Nummer. Du sagst, dass das klar geht, deine unter 100. Und es ging von Date zu Date, von Fremd zu Freundin, von Liebe zu, du bist jetzt meine Frau. Ab heute von kein Problem, Baby, ich kill das, was dich bedrückt. Bist du Baby, warum bist du so geknickt? Auf einmal ist sie immer nur am Weinen, aber redet nicht. Immer fragen, was ist los, doch sie redet nicht. Boah. Ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass es mit dem Anime so perfekt untermalt ist alles. Dass ich das deswegen mehr fühle? Aber ey, er beschreibt das voll... Ich weiß nicht, es könnte am Anime liegen, dass man das so bildlich, alles direkt bildlich, hundertprozentig vor Augen sieht, aber... Er beschreibt das unglaublich schön. Von Fremd zu Freundin, von Liebe zu, du bist jetzt meine Frau. Ab heute von kein Problem, Baby, ich kill das, was dich bedrückt. Bist du Baby, warum bist du so geknickt? Auf einmal ist sie immer nur am Weinen, aber redet nicht. Immer fragen, was ist los, doch sie redet nicht. Manchmal höre ich diese Stille in meinem Kopf. Denn du gingst für immer Richtung Gott. Richtung Gott, Richtung Gott. Sag mir, warum bist du gegangen? Ich dachte, Baby, es hat dich gegangen. Aber kenn mal zu wenig. Oh. Holy shit, er hat sein Herzblut in diese Hook gepackt. Das hört man. Ich glaube, das ist auch ein ganz bekannter Anime, by the way. Irgendwas mit Bond oder irgendwas mit Bond oder Beyond. Ich weiß nicht, aber der wird mir, glaube ich, oft auf Netflix vorgeschlagen oder auf Amazon Prime. Ich weiß es nicht. Holy shit. Sag mir, warum bist du gegangen? Ich redet nicht. Manchmal höre ich diese Stille in meinem Kopf. Denn du gingst für immer Richtung Gott. Richtung Gott, Richtung Gott. Sag mir, warum bist du gegangen? Ich dachte, Baby, es hat dich gegangen. Aber kenn mal zu wenig. Oh, Gänsehaut, Mann. Du nimmst dir dein Leben. Und egal, was sie
Digga, ich hab mies Gänsehaut. Ich hab mies Gänsehaut einfach. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist so dieses. Ich glaube, weil man das halt so sieht und dieses, wie er sein Herz gerade so ausschüttet und da reinsteckt, dass man das noch viel, viel krasser mitfühlen oder mitverstehen kann teilweise. Monate Psychiatrie, ich dachte, alles wird okay. Man kann es nicht wissen und es geht, wie es geht. Doch es wird nicht okay, Baby, nix kam gelegen. Ich wollte dich nur sehen, nicht mal mehr, dass es gut wird. Du schöpfst dich weiter ab und mein Life macht einen U-Turn. Sie 2 Wochen vergehen, bevor du dich vor den Zug wirfst. Du hast uns gekillt, ich weiß nicht, ob du zuhörst. Ich hätte diese Scheißbein. Digga, das ist krass. Ey, es ist so. Sowas zeigt einem halt immer und immer wieder, nicht nur wie wertvoll so das Leben ist, sondern auch wie. Dass man sowas nicht. Das ist sonst immer so weit weg irgendwie gefühlt. Man denkt immer, ja, sowas passiert, aber das ist ja immer weit weg oder es passiert ja nicht bei mir direkt im Freundeskreis oder im Umfeld oder noch schlimmer im Familien- oder Geliebtenkreis, aber. Digga, es ist halt nicht weit weg. So, wisst ihr? Es ist halt immer. Digga, es kann bei jedem so passieren, auch wenn nach außen hin alles gut wirkt. Und wenn man nach außen hin nicht so das Gefühl hat, dass irgendwas ist. You know? Gut wird, du schöpfst dich weiter ab und mein Life macht einen U-Turn. Sie 2 Wochen vergehen, bevor du dich vor den Zug wirfst. Du hast uns gekillt, ich weiß nicht, ob du zuhörst. Ich hätte dieses, ich weiß nicht, ob du zuhörst, das hittet krass, finde ich. diese Scheißbahn gestoppt mit meinen Händen. Hätte ich nur einen Tag gewusst, wie das endet. Glaub mir, ist es niemals zu spät, um zu kämpfen. Ganz egal, wie krank jemand ist und am Ende. Keine Frau ist schön in meinen Augen, nur du. Aber Boah. Wie er das sagt, wie seine Stimme so ein Turn gemacht hat bei Keine Frau ist schön in meinen Augen, nur du. Egal wie krank jemand ist und am Ende keine Frau ist schön in meinen Augen, nur du. Aber guck, was du gemacht hast, mir geht es nicht gut, Baby. Boah, man hört es, man hört es. Keine andere Frau. Meine Seele wurde getötet und ich trauer. Sag mir, warum bist du gegangen? Ich dachte, Baby, ich hab dich gegangen. Aber kennen wir zu wenig. Du nimmst dir dein Leben. Und egal was sie reden. Du weißt, ich wär mit dir gegangen. Baby, du weißt, ich wär mit dir gegangen. Krass. Digga. Das ist ein ganz, ganz krasser Song wieder von MI. Und da ist es immer wieder und immer wieder so unverständlich, warum er, denn bei Anführungsstrichen nur 25.000 Klicks liegt. Und andere Leute so, die garantiert die falschen Werte vermitteln, dann. Keine Ahnung, wie viele Nullen mehr hinter haben. Ist einfach traurig, Mann. Okay, zum Song selbst. Holy shit, es ist einfach wieder so ein Song, den keiner so gut rüberbringen kann wie er. I mean, obviously, es ist was sehr, sehr Persönliches. Und ich habe fucking großen Respekt, so wie immer davor, so etwas Persönliches mit so einer breiten Masse zu teilen und das, ja, jemand und das der ganzen Welt zu zeigen und sich halt auch
verletzlich zu machen, aber auch verletzlich zu zeigen. Womit ja auch nichts Schlimmes und nichts Schlechtes ist, aber ich habe da einfach immer Respekt vor, wenn man diesen Schritt macht. Das ist nicht so. Das ist nicht so einfach. Das ist schon krass, auch dass er sagt, dass er in der Psychiatrie war zum Beispiel. Das ist, ich weiß es nicht, Mann. Es ist ein ganz, ganz krasser Song, der mich unglaublich hart hittet, Mann. Ich weiß, ich bin noch gerade überlegen, was jetzt so krass irgendwie. Ich glaube, diese Kombination aus dem Text und dass man auch merkt, wie er es rüberbringt, gerade in der Hook und im zweiten Part, wie sehr er schmerzt und wie krass das für ihn ist, das ist halt einfach, wie er hat sich hier sein Herz ausgeschüttet in diesem Song und das merkt man, finde ich. Und dann die Kombination mit diesem Anime, dass man das alles bildlich nochmal sieht und dass ich dann halt auch selbst drüber nachdenke, Bro, wie gesagt, das, was ich eben angeschnitten habe, es ist nicht so weit weg irgendwie. Es ist halt immer. Sowas kann jedem passieren in seinem Leben. Das ist nicht so weit weg alles. Das ist halt alles real und. Das ist halt was, womit man von heute auf morgen aus dem Leben gerissen wird und wo man sich nicht drauf vorbereiten kann. Das ist das Ding. Digga, ich wünsche ihm, wie gesagt, nur das Allerbeste, Mann. Ich wünsche ihm nur das Allerbeste. Ich kann auch. Ich hatte mit MyZap nie wirklich viel Kontakt. Wir haben vielleicht ab und zu mal auf Instagram geschrieben oder so. Wir hatten aber nie wirklich großen Kontakt. Aber ich kann nur das Beste über ihn erzählen, das Beste über ihn sagen. Und ich wünsche ihm auch nur das Beste, Mann. Und ey, Leute, an euch, Real Talk. Ich sag's auch immer wieder, wenn es so um eure Eltern oder so geht. Genießt die Zeit mit allen Leuten, die euch wichtig sind, die ihr liebt und die euch irgendwas bedeuten. Genießt jede Sekunde einfach mit denen. Und es ist egal, ob das euer nerviger Bruder ist, eure Oma, die ihr nicht wirklich mögt, weil keine Ahnung was. Aber genießt einfach die Zeit mit jeder Person in eurem Leben, die euch irgendwie wichtig ist, weil. Digga, man weiß nie, wann irgendwas zu Ende ist. Und man weiß nie, wie viel Zeit man noch hat. So, das ist eines der einzigen Sachen auf der Welt, die endlich sind. Die Zeit, die man mit Menschen hat, die endlich ist und wo man keine Ahnung hat, wie viel man noch hat, deswegen. Keine Ahnung, man genießt auf jeden Fall die Zeit mit euren Leuten, die euch wichtig sind. Freunde, ich würde sagen, wir beenden das Video auch jetzt hier. Unglaublich schöner Song, lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bis dahin, bleibt natürlich fresh, so wie immer. Und ciao.